Ja, schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel der Sonthofener Bulls gegen den Höchstädter EC. Begrüße ganz besonders natürlich den Gästetrainer Martin Eckert. Herzlich willkommen bei uns in Sonthofen und natürlich den Trainer der Bulls, Martin Seckerer. Bevor beide Trainer zu Wort kommen, ganz kurz die Endergebnisse, soweit sie feststehen. Rosenheim-Waldkraiburg 5-2 Endergebnis, Landshut-Peiting 5-1 Endergebnis, Regensburg-Memmingen wird noch gespielt, da steht es 1-4. Selb-Riesersee 4-1, Weiden-Lindau 5-1 und Sonthofen gewinnt gegen Höchstadt mit 11-3. Ja, die erste Frage natürlich an Gästetrainer. Ihr seid Aufsteiger in die Saison. Ihr habt wirklich bis jetzt famos gepunktet, tolle Ergebnisse gehabt und wirklich eine tolle Leistung vollbracht. Und heute in Sonthofen 11-3 verloren. Lag es daran, dass ihr vielleicht auch zu spät gekommen seid? Oder was sind heute die Gründe, warum ihr heute nicht eigentlich die Leistung, die ihr bis jetzt gezeigt habt, zeigen konntet? Ja. Erstens, schönen guten Abend. Gratulation an dein Team, an dich auch. 8 Leute fehlen. Und ja, es tut mir leid, aber ich werde nicht viel dazu sagen. Also ohne Kommentar, es tut mir leid, aber heute nicht. Danke, ich hoffe, dass ihr das versteht. Okay, müssen wir akzeptieren. Ja, Martin, ihr habt beide denselben Vornamen. Jetzt meine ich unseren Martin natürlich. Martin, wir haben hier oft genug gestanden und haben um ein Tor und so weiter und haben Spiele verloren. Ich glaube, uns ist allen heute eine große Last von der Schulter gefallen, weil die Mannschaft heute viel Positives gezeigt hat. Und ich glaube, das ist auch für dich ganz positiv, da du immer sehr akribisch arbeitest. Martin, kurzes Statement zum heutigen Spiel. Ja, guten Abend. Ja, das ist halt, ich würde nicht sagen, erstes Mal, aber nach langer Zeit wieder kann ich leicht oben zum Pressekonferenz gehen halt, ja. Ich hatte immer wieder gehofft, wenn wir so ein Spiel, ja, nicht so hoch, aber wenn wir so ein Spiel gewinnen mit paar Tore mehr als der Gegner hat, ja. Wie hast du gesagt, wir hatten viele Spiele, heute habe ich geschaut, 6 Spiele hat man einen Torunterschied verloren hat. Ja, das ist natürlich für die Jungs nicht gerade das Leichteste, nach so einem Spiel wieder weiterzugehen. Wir trainieren hart halt, ja. Was hat uns gefallen, war immer die Tore halt, ja. Ich denke, wir hatten nicht großartig heute anderes gespielt wie sonst halt, ja. Aber das einzigste und das größte Unterschied war, wir haben die Tore geschossen letztendlich halt, ja. Ich freue mich für die Jungs halt, ja, weil die war schon natürlich angeschlagen halt, auch das ist immer wieder schwer, wenn du so Spiele knapp verlierst halt, ja. Die hat das verdient heute, wie ich denke, wir haben das Spiel von vorne raus kontrolliert halt, ja, mit wirklich die Tore da halt, ja. Und das ist natürlich für die Mannschaft, die Tore kassiert hat, immer wieder schwer reinzukommen halt, ja. Deswegen verstehe ich das, ja. Was kann man 11-3 kommentieren halt, ja. Das ist einfach so Auswahl halt, ja. Nochmal, Glückwunsch zu den Jungs halt, ja, die hat von der ersten bis der letzten Spiel halt super Leistung geleistet und danke. Martin, ich muss aber trotzdem nochmal nachfragen, unsere jungen Förderlizenzspieler von Kaufbeuern, die haben heute, glaube ich, auch ein Topspiel gemacht. Wie, ganz kurz nochmal, was sagst du zu dieser Leistung von diesen jungen Leuten? Ja, ich habe die natürlich nicht vergessen halt, ja, ich nehme die jetzt Teil der Mannschaft halt, ja, die sind jetzt paar Wochen schon dabei halt im Spiel. Das war nicht der erste Spiel von die, wo die gut gespielt, ja. Ich glaube von erste Spiel, die da mit uns gemacht, die bringen super Leistung halt, ja. Das, was die jungen Leute bringen müssen halt, ja. Die laufen viel, die sind Kondition super dabei und kämpfen ohne Ende halt, ja. Und heute hat Maxi und Leon Tor geschossen, ich freue mich für die halt, ja. Und das ist große Hilfe für uns halt, ja, weil wir haben unsere Karte ganz eng. Nach dem Abgang von Sean sind wir gerade 15 Leute. Jetzt ist der Martin noch immer wieder noch verletzt halt, ja. Deswegen wir sind 14 Leute, mit die drei halt 17 halt. Und das ist große Hilfe für uns halt, ja. Ja, ganz kurz zum Martin Frohlig. Vielleicht kannst du da was sagen. Ja, Martin war jetzt die Woche auch Resonanz hat, ja, der hat einen Bauchmuskelriss, das dauert das noch 2 Wochen, halt jetzt
und dann fängt er an zu trainieren langsam. Ich hoffe, der schafft das ja in die 2 Wochen oder 3 Wochen wieder uns weiterhelfen hat. Ja, wir sind, wie habe ich gesagt, wir haben eine enge Mannschaft, 15 Leute mit ihm zusammen. Der braucht man halt wieder dabei halt, ja. Gut, noch eine Frage an unseren Gästetrainer. Du willst so heute nichts mehr sagen, das verstehe ich auch, das ist in Ordnung, das ist dein Dankeschön. Das ist, nein, ist so, ja, kein Thema. Aber wie, nichtsdestotrotz, Höchstadt ist sehr stark bis jetzt in die Saison gestartet und ihr habt wirklich sehr performt, ihr seid Aufsteiger, das muss man so sehen und ihr habt wirklich eine gute Punkteausbeute. Der nächste Gegner bei euch sind dieselben Wölfe, die haben heute auch gewonnen. Ich glaube, das wird für euch zu Hause kein leichtes Spiel, aber ihr seid sehr heimstark. Was rechnest du dir dabei aus? Ja, heimstark, ja, das kann sein. Wir haben immer vor der Pause 2, 3 ein Tor bekommen. Also wir haben knapp gewonnen, aber wir haben 1, 2, 3 Tore bekommen. Wir haben in den letzten 3 Spielen insgesamt, heute waren es 11, oder? Letztendlich 11, 24 Tore bekommen, das spricht für alles. 24 Tore in 3 Spielen und vorher haben wir, glaube ich, in 8 Spielen 11 Tore bekommen. Also wir arbeiten drauf bei mir im Training, weil wir wissen das schon seit letzter Woche oder davor. Wir haben das immer gemacht und die Woche war extrem, also was Raum vor unserem Tor angeht, genauso vor gegnerischen Tor. Wenn man sich das anschaut auf Video oder statistisch, wir haben alle Tore da aus diesem Raum bekommen, kurz vorm Tor. Ne? Also von der Distanz und wenn wir Sonntag gewinnen wollen, dann müssen wir da besser werden. Ja, dann kann ich euch nur natürlich alles Gute wünschen. Kurze Frage noch zum Martin Seckerer. Martin, Waldkreiburg hat heute verloren. Waldkreiburg steht natürlich noch hinter uns und ja, wir haben heute 3 Punkte geholt, was sehr, sehr wichtig war. Überhaupt kein Thema und wir fahren jetzt nach Waldkreiburg. Ich glaube, das ist ein Schlüsselspiel, ein ganz entscheidendes Spiel. Haben wir die jungen Leute dabei und wie gehen wir in das Spiel rein? Ja, wie du sagst, ganz wichtiges Spiel jetzt Sonntag. Waldkreiburg halt, ja, die muss man auch Distanz halten. Wenn wir da jetzt, ja, sag mal halt 6-Punkte-Spiel, klar, wenn wir da gewinnen, dann hat man wieder den Abstand von hinten ein bisschen größer und wir kann man ein bisschen ruhiger spielen halt, ja. Die 3 von Kaufbeuren, da weiß ich noch nicht, das erfahre ich erst mal morgen, wenn die mitkommen oder nicht halt. Ich hoffe schon, wenigstens 1, 2 von die, da kann man mit 3 Reihen komplett spielen halt. Ja, ich hatte jetzt in Kabine gesagt, das, was für Spiel heute der Mannschaft geleistet und ich habe gesagt, die soll sich vorbereiten für den Sonntag und wir müssen genauso, wo hat man heute angefangen, so muss man anfangen auch in Waldkreiburg halt. Ja, sicher von hinten. Und dann denke ich halt, mit solcher Leistung wie heute halt, ist für mich ja die 3 Punkte Pflicht davon holen halt. Ja, danke Martin. Gibt es von der Presse an beide Trainer noch irgendwelche Fragen? Ich sehe nein. Dann wünsche ich unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Weiterhin alles Gute, Martin. Kommt gut nach Hause. Du natürlich auch. Und ich kann nur dir, unserer Mannschaft, alles Gute wünschen in Waldkreiburg. Wir sehen uns wieder am kommenden Freitag und da kommt unser Nachbar, der EC Peiting. Und das ist ja auch so ein halbes Derby. Und ja, mit dem nötigen Rückenwind, den wir vielleicht haben, kommt's alle im Stadion, schaut's an, es geht aufwärts. Schönen Abend, schönes Wochenende. Wir sehen uns kommenden Freitag. Vielen Dank.